Meine Damen und Herren, wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt des heutigen Plenartages, Tagesordnungspunkt 14, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung, Drucksache 19-2905 zu 19-2070. Berichterstatter ist der Abg. Gremmels. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum mit Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE gegen die Stimmen der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Danke, Herr Gremmels, für die Berichterstattung. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist zwar schon ein bisschen später, und der Titel ist ein bisschen sperrig, Änderung der Hessischen Bauordnung, aber alle, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen, wissen, es geht ja eigentlich um Windkraftanlagen. Und es geht um die Frage, wo können in Hessen Windkraftanlagen errichtet werden, wo sind sie schädlich und wo haben sie negative Auswirkungen, womöglich auch auf die Gesundheit der Menschen. Ich möchte Sie auch noch einmal vielleicht in das Thema ein bisschen einführen. Vielleicht ändert doch noch einmal der eine oder andere seine Meinung. Meine Hoffnung ist gering. Aber ich werde natürlich nicht aufgeben. Und ich bin auch gespannt auf Ihre Gegenargumente, weil die müssen doch nach dieser Anhörung relativ gering sein. Ich möchte Sie noch einmal bitten, sich zu überlegen, als man vor 15 oder 20 Jahren die Privilegierung der Windkraftanlagen, gut 15 Jahre die Privilegierung der Windkraftanlagen eingeführt hat, da waren die Windkraftanlagen 30 Meter hoch. Da hat man gedacht, na ja, gut, ländlicher Betrieb, da stellt sich das auf einen Acker neben eine Scheune. Und dann hat man überlegt, wie kann man das genehmigen? Und da ist man auf die Privilegierung gekommen am Ende. Und heute sind die Windkraftanlagen aber nicht mehr 30 Meter hoch. Und sie stehen auch nicht auf einem Feld. Sie stehen auch diese Windkraftanlagen sind heute über 200 Meter hoch und sie stehen in Wäldern. Und Sie müssen natürlich wissen, dass das andere Genehmigungsgrundlagen erfordert. Wenn Sie heute überlegen, wie wird eine Windkraftanlage genehmigt und unter welchen Voraussetzungen, dann gehen wir davon aus, dass wir das relativ einfach nach Bundesemissionsschutzrecht genehmigen und das entsprechend wir voraussetzen, dass dort, wo diese Windkraftanlage errichtet wird, eigentlich die Fläche schon einmal grundsätzlich geeignet ist. Und das ist alles nicht der Fall mehr, denn wir haben es heute, wie gesagt, nicht mehr mit kleinen Anlagen neben einer Scheune zu tun, sondern wir haben sie heute mit Anlagen in einem Wald zu tun. Und, wollen Sie etwas sagen, Herr Al-Wazir? Ich melde mich an nach Ihnen. Ja, ich bestimmt nach Ihnen auch wieder, weil das, was Sie sagen, wird wahrscheinlich noch einer Richtigstellung bedürfen. Ich möchte. Ja, war bis jetzt meistens so, wird wahrscheinlich hier auch nicht anders sein. Darum möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, natürlich ist dieses Gesetz notwendig, denn SPD und CDU haben ja überhaupt erst im Deutschen Bundestag es ermöglicht, dass dieses Gesetz auf den Weg gebracht werden kann in den Ländern. Sie haben sich ja sicherlich im Bund dabei auch etwas gedacht. Und es gibt ja zumindest ein Bundesland, das das auch umgesetzt hat. Und von daher glaube ich, dass die Sinnhaftigkeit des Gesetzes so nicht infrage steht. Warum brauchen wir denn diese höheren Abstandsregelungen? Auch das ist eigentlich ganz logisch. Da braucht man sich gar nicht große Gedanken zu machen. Anlagen, die dynamisch sind, nämlich immer höher werden und größer werden, da kann man schlecht starre Abstandsgrenzen entgegensetzen, sondern am Ende muss man, wenn die Anlagen immer größer werden, auch in Betracht ziehen, dass die Abstandsgrenzen sich anpassen. In Bezug auf Schattenwurf, Discoeffekt oder Bedrängungswirkung oder Schall ist es eben erforderlich, dann auch größer werdende Anlagen entsprechend Rechnung zu tragen und diese Anlagen auch im Sinne des Schutzes des Menschen, der Natur und der Landschaft entsprechend größere Abstände zu ermöglichen. Ich fand es auch in der Anhörung sehr spannend, das ganze Thema Infraschall.
Das ist ja hier im Plenum oft komplett negiert worden. Es gibt ja eine Studie des Bundesamtes für Naturschutz und Bundesamt für Umwelt. Und da ist ja auch deutlich geworden, die hat der Prof. Carré gemacht, und da ist deutlich geworden, dass es auch, und das wird überhaupt nicht mehr infrage gestellt, Auswirkungen des Infraschalls gibt. Und immerhin ist man auf Bundesebene der Auffassung, dass man diese Auswirkungen auch weiter erforschen muss. Es wird nämlich Folgestudien geben, und Carré, danke. Und diese Folgestudien sind auch notwendig, weil wir noch zu wenig wissen. Wir wissen eigentlich nur eins, dass je weiter weg die Windkraftanlagen stehen, umso besser ist es für die Menschen, die davon betroffen sind. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Gesetzes, dass wir die Ungleichbehandlung der Menschen in diesem Land beenden. Wenn Sie nämlich in einer geschlossenen Siedlungsfläche wohnen, werden Sie anders behandelt. Wenn Sie in einer kleinen, in einer sogenannten Weihersiedlung oder einem kleinen Gehöft wohnen, weil dort werden Sie nämlich schlechter behandelt, denn dort müssen Sie mehr aushalten können, als wenn Sie eben in einem geschlossenen Siedlungsraum wohnen. Auch das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht vertretbar, und das wird in diesem Gesetzentwurf auch wieder ins rechte Licht gerückt. Und es gab auch einmal Kritik aus der Fraktion der GRÜNEN oder anderen, die fragten, ob denn der Gesetzentwurf überhaupt sozusagen verfassungsrechtlich haltbar ist. Auch da gab es in der Anhörung klare Stellungnahmen. Auch da gibt es keine Bedenken aus meiner Sicht. Das ist positiv so. Und auf diese Hinweise sollten wir ja auch eingehen. Und auch da sehen wir uns bestätigt mit unserem Gesetzentwurf. Und auch dieser Gesetzentwurf kann so heute zum Gesetz erhoben werden, auch wenn er natürlich, das ist mir wohl bekannt, hier wohl keine Mehrheit finden wird. Aber dennoch, das ist kein Argument, das hier trägt. Sie könnten das Gesetz, wenn Sie es denn wollten, auch so beschließen. Und das besonders Ärgerliche, was ja bei dieser Politik, die Sie hier vertreten, besonders Ärgerliche ist, dass Sie immer wieder über Grenzen gehen, über Grenzen, die eigentlich mal hier Usus waren oder eine Regionalplanung Usus waren, dass Sie die immer wieder und überall verletzen, immer wieder nur mit dem Bild vor Augen, wo kann ich noch ein Windkraftrad errichten, wo passt noch eins hin, egal ob jetzt mittlerweile 84% der Flächen im Wald liegen, die Sie ausweisen wollen. Und trotzdem, und trotz all dieser Bereitschaft, alle möglichen Regelungen, die wir einmal in der Regionalplanung oder auch hier für uns gesetzt hatten und die auch einmal Standard waren, gehen Sie immer weiter, und Sie nehmen immer weniger Rücksicht auf sowohl die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wie auch die Natur und vor allem die Menschen, die von den Windkraftanlagen direkt betroffen sind. Und Sie werden einfach feststellen, und das habe ich ja bei der SPD ja zur Kenntnis genommen, die SPD hat sich ja jetzt ein Stück weit neu positioniert. Der Herr Gremmels hat ja erklärt, dass er nur noch Flächen in Betracht sehen, Flächen für Windkraft in Betracht sieht, die 6 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit vorweisen. Wir wissen alle, damit sind die meisten Flächen, die momentan ausgewiesen sind, draußen aus der Frage der Windkraft. Finde ich schon interessant. Ich habe auch festgestellt, dass der Landkreistag ja keine Bedenken gegen das Gesetz hatte, wenn man weiß, dass 2/3 der Landräte ja mittlerweile in der SPD sind. Gratulation an die SPD, aber da scheint mir doch auf Landkreisebene doch deutlich das anders zu sehen, wie hier womöglich bei der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag. Also da ist mir deutlich besonnener. Und die Situation in der Union kennen wir ja. Hier wird die Rede geschwungen für die Windräder, und vor Ort ist jeder Ortsvorstand und überall sind sie dagegen, polemisieren zum Teil vor Ort gegen die Windkraftanlagen. Da haben sie keine Hemmungen. Mittlerweile sind die Landtagsabgeordneten da etwas vorsichtiger, weil sie öfter ja mal hier im Landtag dann zitiert werden. Aber in den Ortsverbänden vor Ort, wo Windkraftanlagen errichtet werden, ist der CDU-Stadtverordnete oder Gemeindevertreter immer einer, der ganz mit vorne an der Spitze steht. Kann man auch verstehen, inhaltlich verstehen. Früher hatten Sie auch einmal die gleiche Meinung wie wir zu diesem Thema. Aber Frau Dorn, auf den Zwischenruf habe ich gewartet. Das freut mich ganz besonders. Sie wissen ganz genau, dass wir hier wirklich die Fraktion sind, die die Windkraft schon immer am kritischsten von allen Fraktionen hier in diesem Plenum gesehen haben. Und Sie, Frau Dorn, oder Ihre Fraktion hat an diesem Pult
unzählige Mal uns das vorgeworfen. Ich kann mich an den Landesentwicklungsplan erinnern, wie Sie hier erklärt haben, das ist das Ende des Windkraftausbaus. Das können Sie alles in Ihren Protokollen nachlesen. Herr Rentsch, Sie haben den Herrn Rentsch hier kritisiert für alles, was er in dem Bereich getan hat, zu wenig, falsch, falsche Richtung. Sie haben jetzt plötzlich vielleicht einmal eine Überlegung nötig, wie Sie weiter mit dem Landesentwicklungsplan umgehen. Sie kennen ja, ich meine, Herr Kaufmann wird es Ihnen gesagt haben, Sie kennen ja die Botschaft, in Südhessen sind nur 1,2% der Fläche geeignet für Windvorrangflächen mit Ausschlusswirkung. 1,2%. Damit ist das Ziel weit verfehlt. Sie werden das 2%-Ziel für Vorrangflächen mit Ausschlusswirkung nicht erreichen in Hessen. Und dann können Sie ja mal in den Landesentwicklungsplan gehen und können ja dann mal versuchen nachzusteuern. Es hat einen ganz besonderen Grund, warum Sie das Ziel nicht erreichen. Weil Hessen sehr stark bewaldet ist, dicht besiedelt und wenig Wind hat, völlig ungeeignet ist für diesen massiven Ausbau von Windkraft, egal wie man grundsätzlich zu dem Thema Windkraft steht. Das war es früher nicht, das ist es heute nicht. Und die meisten in diesem Raum wissen das auch. Aber aus reinen ideologischen Gründen wollen Sie 1.000 Windkraftanlagen zusätzlich errichten in dieser Legislaturperiode. Auch dieses Ziel werden Sie hoffentlich nicht erreichen. Und mittelfristig wollen Sie ja 4.000 oder 5.000 Anlagen errichten. Das wäre ein Horrorszenario für dieses Land. Aber auch das wird sicher nicht eintreten. Und von daher würde ich mir wünschen, Sie kämen zur Besinnung und würden unserem Gesetzentwurf zustimmen. Aber ich habe wenig Hoffnung. Danke, Herr Rock. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Gremmels zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Kollege Rock hat zum Eingang seiner Rede gesagt, es ginge bei dem Gesetzentwurf um Windkraft. Das ist ja schon einmal nicht die Wahrheit. Es geht der FDP darum, wie man Windkraft in Hessen verhindert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Ziel dieses Gesetzentwurfs und nichts anderes. Und nichts anderes, Herr Rock, dann können Sie es auch bitte schön hier sich herstellen und es auch sagen. Nein, dieser Gesetzentwurf ist nichts anderes als eine Grußadresse an die hessischen Windkraftgegner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wollen bei den Bürgerinitiativen gegen Windkraft Punkte sammeln, und deswegen haben Sie hier einen schlechten Gesetzentwurf eingebracht. Selbst wenn wir Ihnen inhaltlich zustimmen könnten in der Stoßrichtung, dann muss man aber auch sagen, Sie haben ihn auch noch handwerklich schlecht gemacht. Auch abschreiben muss man können, liebe Kolleginnen von der FDP. Sie haben sich als Grundlage sozusagen von Herrn Seehofer einen Gesetzentwurf genommen, den er in Bayern eingebracht hat im Landtag. Aber selbst die CSU hat eine Anhörung im Landtag durchgeführt, und selbst die CSU war in der Lage, auf Experten einzugehen und dann eine Modifizierung vorzunehmen. Aber das haben Sie nicht hinbekommen. Und alle Experten bei der Anhörung hier im Hessischen Landtag haben Ihnen das ins Stammbuch geschrieben, dass das nicht ausreicht, was Sie vorgelegt haben. Und Sie haben sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, sozusagen zwischen der Anhörung und heute Ihren eigenen Gesetzentwurf nachzubessern. Das zeigt doch, dass es Ihnen nur um billige Polemik geht und nicht um die Inhalte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das muss auch den Bürgerinitiativen klar sein. Auch die FDP ist da kein guter Verbündeter in dieser Frage, weil dann hätte sie es wenigstens richtig gemacht und nicht nur halbherzig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte das noch einmal ziemlich deutlich sagen, wo ich dann bei der FDP nun auch wirklich sehr überrascht bin. Ich habe immer gedacht, es wäre sozusagen ein liberaler Grundwert als solcher, sich für die Eigentumsfreiheit stark zu machen. Ich dachte immer, das wäre in der DNA der FDP verwurzelt als eines der wichtigsten Grundrechte, Eigentum, was sozusagen auch genutzt wird. Und was machen Sie jetzt? Einfach nur, um eben mal effekthascherisch bei den Bürgerinitiativen Punkte zu sammeln. Da wird einfach einmal das Grundrecht der freien Nutzung des Eigentums sozusagen einen Haken dran gemacht, und es wird sozusagen aufgegeben, nur um da billig Punkte zu sammeln bei der FDP, bei den Bürgerinitiativen. Weil das ist ja ganz klar, und das haben Ihnen auch sehr viele Experten gesagt, dass es im Prinzip ein Verstoß gegen die Eigentumsfreiheit ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich zitiere jetzt aus einer Stellungnahme der Stiftung Umwelt-Energierecht, die gesagt hat, die Einführung des pauschalen 10-H-Abstandes stellt insbesondere eine unverhältnismäßige Einschränkung des Rechts betroffener Eigentümer aus Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz dar, ihr Eigentum zum Zwecke der Windenergieerzeugung nutzen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das waren nicht die einzigen Juristen, die Ihnen das ins Stammbuch geschrieben haben, aber Sie haben das ja einfach ignoriert. Sie sind einfach darüber hinweggegangen. Und ich meine, jetzt haben Sie die 10-H-Regelung gefordert. Ja, das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass wir 2 Kilometer rund um eine Windkraftanlage bzw. um einen Ort keine Windkraftanlagen errichten können.
Da wollen Sie bei den Bürgerinitiativen Punkte sammeln. Aber Sie haben sich da scheinbar die falschen Verbündeten gesucht, weil das reicht den Bürgerinitiativen ja mittlerweile auch nicht. Ich fand es sehr entlarvend in der Anhörung des Umweltausschusses, des Wirtschaftsausschusses, als dann auf einmal die Windkraftgegner gesagt haben, ja, eigentlich bräuchten wir eine Abstandsregelung. Was war das? 127 Kilometer, weil solange der Infraschall geht, irgendwas in dieser Richtung war, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da sehen Sie mal, liebe FDP, was Sie da für Bündnispartner haben. Aus meiner Sicht haben sich da die Falschen ausgesucht. Und noch was. Ich erinnere Sie da immer wieder dran, Herr Rentsch. Der Landesentwicklungsplan, der die Grundlage für all dem ist, was wir hier ausweisen, trägt Ihre Unterschrift. Und dieser Landesentwicklungsplan basiert auf dem Hessischen Energiegipfel, der auch Ihre Unterschrift trägt, Herr Rentsch. Sie haben sie ja mittlerweile wieder zurückgezogen. Natürlich trägt er Ihre Unterschrift. Wenn Sie sie wieder zurückgezogen haben, Sie waren damals Fraktionsvorsitzender. Ja, und da haben Sie doch mit unterschrieben. Gut, wir müssen uns da jetzt nicht ver- Wir gucken einfach mal nach. Jedenfalls trägt er die Unterschrift eines FDP-Vertreters. Dass Sie davon alles nichts mehr wissen wollen, das wissen wir ja mittlerweile. Aber Grundlage dieses Energiegipfels und auch des Landesentwicklungsplans ist ein Gutachten gewesen von dem IWES-Fraunhofer-Institut in Kassel, die gesagt haben, dass 2% der Fläche Hessens benötigt werden, um unsere Ziele Hessen bis 2050 zu 100% aus erneuerbaren Energien zu versorgen, erreicht werden muss. Deswegen haben wir auch in der Anhörung das IWES gefragt, was denn letztendlich Ihr Gesetz bedeuten würde. Ich zitiere jetzt aus der Stellungnahme des IWES. Die Einführung einer solchen Regelung führt dazu, dass der Mindestabstand von neu errichteten Windenergieanlagen zu Wohngebäuden in Hessen in der Regel 2000 Meter beträgt. Diese Regelung würde den weiteren Ausbau der Windenergie in Hessen drastisch stoppen und die Erreichung der Ziele des Hessischen Energiegipfels sowie der Koalitionsvereinbarung nicht nur gefährden, sondern verhindern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das, was Sie machen, Herr Rentsch, das, was die FDP vorschlägt, ist nichts anderes als eine reine Verhinderungsplanung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber dann haben Sie auch den Mut und sagen Sie das hier so und tun Sie nicht so, als ob Sie sozusagen nur den Bürger schützen wollen, weil das ist sozusagen an den Haaren herbeigezogen. Und wenn etwas noch deutlich wird, selbst die bayerischen Regelungen, die der Bayerische Landtag beschlossen hat, liegen vor dem Bayerischen Staatsgerichtshof. Die werden auch beklagt. Wir sind sehr gespannt darauf, wie dieses Urteil ausgeht. Das, so wie ich es schätze, wird auch diese Regelung kassiert. Deswegen gibt es kein Land in Hessen, kein Land in Deutschland, was derzeit eine gültige Regelung hat. Das werden wir auch dafür sorgen, dass das in Hessen nicht der Fall ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte aber abschließend auch noch für die SPD sagen, wir werden natürlich diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Das ist ja ganz klar. Aber ich möchte auch noch einmal den Minister bitten, etwas klarzustellen, weil die Tage durch die Presse, eher heute und gestern durch die Presse ging, und ich habe da auch, bin da auch geweckt worden vom Radiobeitrag des HRs, dass sozusagen in, ja, ich habe immer HR als HR Info als Radiowecker, damit man auch morgen schon darüber informiert ist, was diese Landesregierung wieder so treibt. Und dort ist dann eine Meldung gekommen, dass in Südhessen die Vereinbarung zwischen dem Odenwaldkreis und dem Regierungspräsidium gescheitert ist, dort eine Abstandsregelung von 1000 Metern im dortigen in der dortigen Planung festzuschreiben. Das sei laut RP ein weiches Kriterium und kein hartes Kriterium. Das habe ich immer anders verstanden. Wir sind davon ausgegangen, als SPD, so steht es im Landesentwicklungsplan, so war es auch Ergebnis des Hessischen Energiegipfels, dass zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger wir in Hessen diesen 1000-Meter-Abstand festschreiben wollen, dass das für uns zwingend notwendig ist. Meine Bitte wäre, dass es auch dort klargestellt wird, dass nicht eine grüne Regierungspräsidentin sozusagen das aushöhlt. Herr Al-Wazir, Sie haben ja gleich die Möglichkeit, das klarzustellen. Für uns gilt das, was wir im Energiegipfel beschlossen haben, 1000 Meter Abstand zum Schutz der Bevölkerung. Das ist ein ausreichender Abstand. Das hat die Anhörung bestätigt. Wir brauchen diesen FDP-Gesetzentwurf nicht. Wir werden ihn heute nicht zustimmen. Wir wollen nämlich die Energiewende in Hessen voranbringen und nicht ausbremsen. In diesem Sinne, Glück auf. Danke, Herr Gremmels. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Dorn das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf der FDP hat nur einen einzigen Zweck. Er ist ein Showantrag, er ist eine Grußadresse an die Windkraftgegner. Ich bin sehr froh, dass die große Mehrheit hier im Saal diesen Gesetzentwurf gleich ablehnen wird.
eine ganz klare Absage erteilen wird und damit endlich diese Show auch beendet wird. Was will das Gesetz? Es soll die Abstände zu Windkraftanlagen, zur Wohnbebauung so groß ziehen, dass am Ende keine Windkraft mehr realisiert werden kann. Und warum braucht es die FDP diesen Gesetzentwurf? Sie will sich reinwaschen. Sie will sich reinwaschen von einem Malus, den sie sich in der letzten Legislaturperiode angetan hat. Sie haben nämlich, war gerade schon beschrieben, der Wirtschaftsminister, der damalige Florian Rentsch, hat damals den Landesentwicklungsplan auf den Weg gebracht. Das ist die Grundlage des Windkraftausbaus, der hier in Hessen gerade passiert. Es gibt keine andere gesetzliche Grundlage. Und von diesem Malus wollen sie sich reinwaschen. Sie machen sich völlig unglaubwürdig. Wir sind es gewohnt, Sie hängen sehr schnell Ihr Fähnchen in den Wind, dann, wenn Sie gerade merken, da könnten die eine oder andere Stimme für Sie zu holen sein. Aber gerade dann, liebe Kollegen und Kolleginnen der FDP, wäre es doch wichtig, dass Sie ein bisschen Ernsthaftigkeit an den Tag legen, gerade wenn Sie sich von diesem Malus reinwaschen wollen. Jetzt haben Sie einen Entwurf aus Bayern sich vorgenommen. Es ist ja verständlich, dass man einen vorhandenen Entwurf nimmt. Wenn man das gleiche Ziel wie Herr Seehofer hat, kann man ja aus Ihrer Sicht noch verstehen. Aber was ich wirklich nicht mehr verstehen kann, wenn die CSU selbst einsieht, aufgrund von einer Anhörung, dass sie mit diesem Entwurf auf keinen Fall durchkommen werden, weil so massive verfassungsrechtliche Probleme in diesem Entwurf stecken, und wenn die den gerade noch einmal so stark überarbeiten, und jetzt werden Sie in der Anhörung darauf hingewiesen, dass Sie leider den falschen Entwurf abgeschrieben haben. Und was tun Sie? Nicht einmal einen kleinen Änderungsantrag, um diese Fehler zu korrigieren. Wie ernst nehmen Sie eigentlich Ihr Anliegen selbst? Wissen Sie, es kommt mir so vor, Sie nehmen so einen ganz großen Anlauf. Sie wollen zu den Helden der Windkraftgegner werden. Sie nehmen einen ganz großen Anlauf, wollen sich hochkatapultieren. Und dann mitten im Lauf, kurz vor dem Hochsprung, lassen Sie noch schnell den Stab fallen und rennen dann mitten unter der Latte durch. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit für Ihre Gruppen wäre vielleicht geboten gewesen. Ja, also das Resultat, was Sie hier vollbringen, ist aus meiner Sicht beschämend. Sie haben eine Menge Juristen bei sich sitzen. Denen hätte das auffallen können. Ich hoffe, Sie bekommen noch ein bisschen Höflichkeitsapplaus von Ihren von Ihren Gruppierungen, die dieses Gesetz unterstützen. Ganz klar, wir stimmen gegen dieses Gesetz. Es ist nicht notwendig. Wir brauchen keinen zusätzlichen Schutz von Windkraftanlagen. Wir wollen die Energiewende. Wir brauchen die Energiewende. Gerade haben wir einen wunderbaren Klimaschutzabkommen weltweit erreicht. Ohne die Energiewende wird es keinen Klimaschutz geben. Ohne die Energiewende, ohne Windkraft wird es keinen Atomausstieg hier geben. Und ohne Windkraftausbau vor Ort werden wir auch eine Menge regionale Wertschöpfung nicht erreichen können. Die Energiewende ist die Zukunft. Wenn die FDP in der Vergangenheit bleiben will, dann sollte sie es tun. Ich bin froh, dass die ganze Mehrheit hier im Saal dies so sieht wie ich. Vielen Dank. Danke, Frau Dorn. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Stephan das Wort. Ja, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wieder einmal ein Windenergieantrag der FDP. Ein Gesetzentwurf der FDP ist noch viel schlimmer wie ein einfacher Antrag. Und, Herr Rock, eines vorab. Diese 1.000 Meter sind nicht in den 90er Jahren eingeführt worden. Diese 1.000 Meter sind 2011 aufgenommen worden. Also bitte das auch betrachten. Auch damals gab es schon Anlagen, die 200 Meter hoch waren. Zweitens. Herr Gremmels hat viel Richtiges gesagt heute, was er selten vorkommt, und ich glaube, in dem Punkt sind wir ja einigermaßen einig. Und ein Drittes, auch als Anmerkung: Sie sprechen immer über die Frage, und es ist auch angesprochen worden, 600 Meter, 1000 Meter. Wir müssen einfach wissen, dass die 1000 Meter in Hessen erst dann gültig werden, wenn sie in gültigen Regionalplänen festgeschrieben sind. Und solange wir diese gültigen Regionalpläne nicht haben, gibt es diese Regelung juristisch festgeschrieben nicht. Das gilt das Bundesbaugesetz. 600 Meter ist so eine Grenze, von der man eigentlich ausgehen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zur Anhörung zurückzukommen.
Es war schon spannend, wenn Ihnen ein Naturwissenschaftler, ein Techniker erzählt, er glaubt, dass die Technik irgendwie funktionieren würde, aber sie nicht beweisen kann. Das hat mich tiefst beeindruckt. Noch tiefer hat mich beeindruckt, dass man um Windenergieanlagen herum 125 km Abstand halten muss, weil man sie in diesem Abstand erst nicht mehr spürt. Spannende Frage, 125 km, da können Sie vielleicht in der Sahara oder irgendwo noch in Russisch-Sibirien eine Windenergieanlage bauen. Ich glaube, das passt alles nicht. Und das Dritte ist auch angesprochen worden, Juristen, die sagen, dass dieser Gesetzentwurf einfach das erste Gerichtsverfahren nicht überstehen wird. Lassen Sie mich die Position der CDU noch einmal zusammenfassen. Erstens. Es gibt aus der Anhörung heraus keinen schlüssigen Beweis dafür, dass mit dem CH, mit dem 10 Höhenabstand tatsächliche Verbesserungen sich ergeben. Der FDP geht es meines Erachtens, unseres Erachtens nicht um den Schutz der Menschen. Es geht schlicht und einfach um eine Verhinderungsplanung. Der Ausbau der Windenergie in Hessen wird weiterhin mit Augenmaß und unter Beteiligung der Menschen vor Ort erfolgen. Mit dem Abstand von 1.000 m zur Siedlungsbebauung übertrifft die hessische Vorgabe die üblichen 600 m aufgrund der Emissionsschutzverordnung. Viertens. Die vorgesehene FDP-Regelung wird von Experten als rechtlich fragwürdig bezeichnet. Fünftens. Es gibt Infraschall nicht nur von Windenergieanlagen, sondern von vielerlei Quellen, sogar von der Natur, und sogar stärker als bei Windenergieanlagen. Sechstens. Bei der vorgesehenen Umsetzung dieses Gesetzesantrags müssten die Erarbeitung der Regionalpläne von null beginnen. Das würde bedeuten, wir hätten 3 Jahre verloren, und in diesen 3 Jahren gibt es nicht einmal 1.000 Meter Sicherheitsabstand, sondern nur noch die 600. Außer in Bayern, wo die Regelung ja beklagt wird, gibt es kein Bundesland, das sich dieser Regelung angeschlossen hat. Ich habe es bei der ersten Lesung auch gesagt, die Seehoferisierung der FDP geht voran, aber Seehofer hat ja inzwischen erklärt, er lässt auch Castor nach Bayern zur Lagerung. Vielleicht hat er auch in dem Falle der 10H-Regelung irgendwann noch die Möglichkeit, da wirklich davon abzugehen. Und es wäre mit der 10H-Regelung zu einer Verhinderungsplanung für Windenergie gekommen, die ja bereits einmal von Minister Posch verhindert worden ist, als in Südhessen ein entsprechender Regionalplan erstellt worden sollte. Und was ich ganz wichtig finde, die bayerische Regelung, dass man den Kommunen es überlassen würde, gegebenenfalls Flächennutzungspläne zu erstellen, die geringere Abstände vorsehen, nicht einmal das will die FDP in Hessen, also im Grunde auch gegen die Kommunen. Ich erwarte, dass dieser Antrag ähnlich abgestimmt wird wie der vorherige, 6 Stimmen dafür und der Rest wird dagegen sein. Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wissen wir, dass sie voll darauf setzt, dass die Vernunftkraft irgendwann aus der Steckdose kommt und die fossilen Energien ersetzt. Und wir wissen auch, dass die FDP erst dann zufrieden sein wird, wenn in Hessen kein Windrad mehr gebaut wird und sich kein Windrad mehr dreht. Beides sind nicht Ziele der Mehrheit dieses Hauses. Kolleginnen und Kollegen, nun erwarten wir aber einen weiteren Antrag oder was auch immer in Bezug auf den Ausweis von Windvorrangflächen in Hessen. Anlässlich des sehr erfolgreichen Nachfolgetreffens vom Energiegipfel im November hat die SPD gefordert, den Landesentwicklungsplan zu ändern. Heute schreiben wir fest, 2% der Landesfläche soll Windvorranggebiet werden. Wir schreiben auch in unserem Koalitionsvertrag, wenn sich das nicht ergibt, dann müssen wir noch einmal über den Landesentwicklungsplan reden. Nun schreiben wir auch vor, dass die Mindestwindgeschwindigkeit 5,75 m/s ist. Die SPD möchte dort 6 haben, 6 Meter. Nun weiß ich nicht genau, für 50% der Fläche oder für alles, denn da gibt es eine Presseerklärung, da steht 50% drin, und es gibt einen Brief an Herrn Bouffier, da steht die 50% nicht mehr drin. Also auch dort sollten Sie überlegen. Nun lassen wir einmal die Fakten sprechen. In den Unterlagen vom Hessischen Energiegipfel 2011 finden Sie die Information, dass bei einer Höhe von 140 Meter und der Windgeschwindigkeit von 5,75 28% der Landesfläche als Suchraum für Windenergieanlagen zur Verfügung stünde. Wenn es 6 Meter wären, dann hätten wir nur noch 10,5% der Landesfläche als Suchfläche verfügbar, also etwa ein Drittel. Und nun wissen wir heute, dass es schon schwer genug ist, die notwendigen 2% der Flächen aus dem großen Drittel Hessens herauszuschneiden, weil es viele andere Randrestriktionen gibt. Was würde denn passieren, wenn der SPD-Wunsch umgesetzt wäre? Wir würden nicht einmal die 2% zusammenschneiden können, und wir wären weiter von dem entfernt, wo wir heute sind. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das kann nicht der Fall sein. Das wollen wir nicht. Wir müssten dann auch Regionalpläne ändern.
Ich weiß nicht, wo die Fortschrittsgläubigkeit ist. Ich glaube schon, dass die Windenergieanlagenbauer in der Lage sind, in Kürze Anlagen zu bauen, die auch mit weniger Wind wirtschaftlich produzieren. Das soll sie den Wind besser ausnutzen. Das wird auch so sein. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Wunsch der SPD hilft weder der Energiewende noch hilft er dem Land. Er hilft nur drei Gegnern von Windenergieanlagen in Nordhessen. Dort wird behauptet, an einer bestimmten Stelle von den Gegnern, der Wind würde nicht heftig genug wehen, es seien keine 5,75 Meter pro Sekunde. Der Investor, der bauen will, sagt, das sind 6 Meter pro Sekunde. Der Investor hat die Verantwortung, er wird dort bauen, wie er will. Vielleicht wird es dem Herrn Gremmels helfen, der ja den Bürgermeistern dort beisteht, damit diese Anlagen nicht gebaut werden. Aber es ist sicherlich nicht im Interesse des Landes Hessen, das, was die SPD dort zum Energiegipfel geäußert hat, dann tatsächlich auch umzusetzen. Kolleginnen und Kollegen, wir lehnen den FDP-Antrag für die H10-Regelung ab. Und der SPD empfehle ich, dass sie ihren Wunsch, den sie im Energiegipfel geäußert hat, erst gar nicht ins Verfahren einbringt. Der würde genauso abgelehnt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stephan. Es spricht dann Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP entdeckt das Thema Umwelt-, Lärm- und Gesundheitsschutz. Aber sie entdeckt das Thema Lärm- und Gesundheitsschutz nicht, wenn es um den Ausbau von Autobahnen geht oder wenn es darum geht, dass Flughäfen ausgebaut werden. Nein, Hauptproblem für den Lärm und Hauptlärmproblem und Hauptgesundheitsproblem ist, das wissen wir alle in der modernen Welt, ist das gemeine Windrad. Das ist wirklich das, wo man am heftigsten gegen vorgehen muss, wenn man etwas für den Gesundheitsschutz und den Lärmschutz der Bevölkerung machen will. Ich sage einfach, es ist vollkommen absurd, was Sie hier machen und welchen Popanz Sie hier aufbauen. Also, und da müssen Sie sich auch irgendwann einmal fragen lassen, welche Maßstäbe Sie eigentlich anlegen. Also, was ist denn bitte der Infraschall eines Windrades, dass man nach 250 Metern nicht einmal mehr wahrnehmen kann, wenn man 250 Meter davon entfernt ist, gegen einen startenden Flieger 250 Meter über dem Kopf? Und, also, ich meine, das ist doch kein Vergleich. Oder reden wir einmal über die Folgen. Was ist denn der Abbau eines Windrades gegen das ungelöste Problem der Endlagerung von Atommüll und der Kastoren? Das ist doch überhaupt kein Vergleich. Und ich finde, wenn Sie die Maßstäbe, die Sie anlegen an Windräder, mal allgemein anlegen würden, Sie müssten sofort die komplette Stilllegung des Frankfurter Flughafens fordern. Es dürfte keine Autobahn mehr durch Hessen führen. Wenn Sie diese Maßstäbe anlegen würden, das müssten Sie eigentlich fordern. Und ich finde, die Frage, auf die Sie ja keine Antwort geben, ist, welche Art von Energieerzeugung möchten Sie denn? Wo soll denn die Energie erzeugt werden? Und dann, ja, dann nennen Sie mir einmal eine Energieform, die beim Thema Flächenverbrauch und beim Thema Umweltbelastung und auch beim Thema Lärm und Schadstoffe so umweltverträglich und so verträglich für Menschen ist wie die Windkraftanlagen. Nennen Sie doch einmal etwas. Also, wo soll denn die Energie sonst erzeugt werden? Das ist doch die entscheidende Frage. Und ich meine, da gibt es die Möglichkeit über Kohle, über Atom, dann geht es um die Risikotechnologie Fracking. Also ich meine, wenn Sie sagen, also mit Windrädern sind Risiken verbunden und Fracking stattdessen vorschlagen, dann ist das natürlich auch ein Stück weit absurd. Und dann zeigt das einfach, um was es Ihnen ja hier geht. Weil es interessiert Sie doch nicht die Bohne, ob es da Gesundheitsschutz, Lärmschutz, das interessiert Sie doch nicht. Das interessiert Sie bei keinem Verkehrsprojekt. Alles, um was es Ihnen geht, ist, dass Sie die Energiewende ausbremsen wollen, dass Sie sie blockieren wollen, weil Sie einfach eine Partei der Atom- und Kohlelobby sind. Darum geht es Ihnen und um gar nichts anderes. Und da muss ich schon sagen, also in Teilen war diese Anhörung, die wir da ja hatten, also in Teilen war die ja wirklich schon abstrus. Also wenn man sich dann anhört, dass ein Windrad eigentlich von der Wohnbebauung 125 km entfernt sein müsste, damit wirklich jeder Schaden für die Gesundheit ausgeschlossen ist,
was man aber leider wissenschaftlich nicht belegen kann, weil es leider nur Studien gibt, die das Gegenteil beweisen, nämlich dass Infraschall dann nicht schädlich ist, wenn er unterhalb der Wahrnehmungsgrenze von Menschen liegt. Das ist bei 250 Metern Abstand bereits der Fall. Wir reden nicht über 250 Meter Abstand, sondern wir reden über Mindestabstände von 1.000 Metern. Da ist in der Anhörung überhaupt kein Argument gekommen, warum das gesundheitsschädlich sein soll und vor allem, warum das gesundheitsschädlich sein soll. Deswegen wirklich mit den Maßstäben, die Sie anlegen, müsste man eigentlich, dürfen wir überhaupt keine Energie mehr produzieren, also auf überhaupt keine Art und Weise. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich durchsichtig, was Sie da machen. Sie schwingen sich jetzt auf zur Stimme der Windkraftgegner. Die haben Sie ja auch als Anzuhörende benannt. Ich will nur auch an die Adresse der Windkraftgegner mal sagen, der Landesentwicklungsplan, über den hier gerade umgesetzt wird, den hat eine schwarz-gelbe Landesregierung beschlossen mit einem Wirtschaftsminister Florian Rentsch. Jetzt kann man natürlich nach dem Motto vorgehen, was interessiert mich mein Gesetz von gestern, und jetzt selber gegen die Umsetzung des eigenen Gesetzes opponieren. Aber also aufrichtig und glaubwürdig ist es nicht, sondern es zeigt einmal mehr, dass die FDP ein Rückgrat wie Wackelpudding hat und dass sie jetzt ihr Fähnchen nach dem Wind dreht, um irgendwie ein paar Stimmen zu bekommen. Das ist Ihr Landesentwicklungsplan. Und ich meine, absurd ist ja dann, wenn dann Herr Rock sich noch darüber beschwert, dass das mit den Windrädern, dass die ja jetzt auf Hängen gebaut werden. Ja, warum denn? Weil Sie Mindestwindgeschwindigkeiten festgeschrieben haben, unter anderem. Also Sie haben doch genau das, was jetzt umgesetzt wird, dem haben Sie zugestimmt. Also wir haben übrigens aus verschiedenen Gründen den Landesentwicklungsplan nicht zugestimmt. Ja, aber nicht um die Windkraft. Ja, ihr auch nicht. Aber nicht um die Windkraft zu verhindern, sondern weil wir damals die Befürchtung hatten, dass es selbst bei diesem Landesentwicklungsplan nicht schnell genug geht mit dem Ausbau der Windenergie. Aber das, gegen was hier gerade opponiert wird, ist damals FDP-Regierungshandeln gewesen. Deswegen ist das schon sehr scheinheilig. Es geht Ihnen da nicht um Gesundheitsschutz oder um Lärmschutz, sondern es geht Ihnen einfach darum, dass Sie ein Thema finden. Es geht Ihnen darum, dass Sie jetzt hier ein paar Stimmen für die Kommunalwahl kriegen. Aber dass das Ihr Herzensthema ist, das nimmt Ihnen doch kein Mensch ab. Ich will noch einmal deutlich machen, was es in der Praxis bedeuten würde, wenn man Mindestabstände von mehr als 1 Kilometer hätte. Dann würde das nämlich bedeuten, und genau das wollen Sie ja, dass das 2-%-Ziel überhaupt nicht mehr zu erreichen ist, weil man dann überhaupt nicht mehr genug Flächen findet, um überhaupt Windräder aufstellen zu können. Und das ist offensichtlich auch Ihr Ziel. Und deswegen werden wir selbstverständlich diesen Gesetzentwurf ablehnen. Das ist vollkommen klar. Ich will aber schon noch einmal deutlich machen. Ich meine, ich habe jetzt lange über die FDP gesprochen, aber wenn die FDP es alleine wäre, dann wäre ja alles nicht so schlimm. Das Problem ist ja, dass wir in diesem Hause auch andere Abgeordnete haben, die hier im Landtag sich für die Ziele des Energiegipfels aussprechen und für das 2-%-Ziel und dann nach Hause in den Wahlkreis fahren und die Bürgerinitiativen dagegen gründen. Und da denke ich beispielsweise an die Vertreterinnen und Vertreter aus dem Rheingau-Taunus-Kreis zum Beispiel. Und wenn es darum geht, Ängste zu schüren und Mythen zu verbreiten, dann darf natürlich auch Herr Irmer und sein Wetzlar-Kurier nicht fehlen. Wir werden uns am Donnerstag noch einmal länger damit auseinandersetzen. Ich habe nur jetzt gerade gelesen in der aktuellen Ausgabe des Wetzlar-Kuriers, ich meine, Herr Stephan klingt jetzt nicht so nach dem, was Sie gesagt haben. Vielleicht solltest du es auch einmal lesen, Tarek, und vor allem mal was dazu sagen. Im aktuellen Wetzlar-Kurier. Ich werde Ihnen gleich mal was vorlesen, was da vielleicht im aktuellen Wetzlar-Kurier steht, da nämlich, dass SPD, FWG und Grüne wollen, also im Kreis, 200 Meter hohe Zitat Windkraftmonster zur Zitat Verspargelung der Landschaft aufstellen. Und dann kommt da eine interessante Aussage. Da steht nämlich, und ich finde, da sollten Sie wirklich gut zuhören, Herr Wirtschaftsminister, weil wörtlich ist hier nachzulesen, sollte nach der Kommunalwahl am 6. März 2016 die Union mit welchem Partner auch immer eine Mehrheit im Stadtparlament erhalten, werde sie alles daran setzen, diesen Windpark aus ökonomischen und ökologischen Gründen zu verhindern.
Also, ich finde, dazu könnte man schon auch mal was sagen, weil ich meine, das 2-%-Ziel wird ja jetzt in der Praxis weniger durch sinnlose Gesetzentwürfe der FDP gefährdet, die hier eh keine Mehrheit finden. Aber wenn natürlich CDU-Politiker vor Ort überall dagegen mobilisieren und Bürgerinitiativen gründen und schon in ihrer CDU-Zeitung ankündigen, was die CDU-Kreisverband nach der Wahl machen wird, dann halte ich das in der Tat für ein wirkliches Problem. Und dazu sollten Sie mal deutliche Worte finden. Also, ich gebe zu, ich meine, das sind eine ganze Menge Dinge, die Herr Irmer so von sich gibt, zu denen man deutliche Worte finden müsste. Die Alternative wäre, ihn halt einfach mal rauszuwerfen. Dann müsste man sich auch nicht mehr von ihm distanzieren. Von daher, ich stelle fest, dass diejenigen, die jahrelang an der Atomenergie, an der Kohleenergie festgehalten haben, die sich überhaupt nicht darum geschert haben, dass da viele Menschen auf die Straße gegangen sind, dass es Massenproteste gab, beispielsweise gegen die Laufzeitverlängerung. Das sind die, die sich jetzt aufschwingen zur Stimme der Bewegung und versuchen, die Energiewende zu blockieren und auszubremsen. Das ist natürlich in diesem Haus die FDP, aber leider sind es eben auch Abgeordnete der CDU. Das ist ein Problem. Und deswegen werden wir selbstverständlich diesen Gesetzentwurf ablehnen. Wir fordern aber auch die Landesregierung auf, nicht zuzulassen, dass von den eigenen Leuten die Energiewende vor Ort konterkariert wird, sondern die Energiewende in Hessen muss beschleunigt werden und darf nicht ausgebremst werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Spricht jemand für die Landesregierung? Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein Rückblick. 2011 haben sich die Fraktionen des Hessischen Landtags und die Hessische Landesregierung gemeinsam mit vielen gesellschaftlichen Gruppen – das ist ja wunderbar, ich habe noch gar nichts gesagt, schon weiß er, dass er antworten muss – einigten sich die Fraktionen des Hessischen Landtags darauf, den Endenergieverbrauch in Hessen bis zum Jahr 2050 möglichst zu 100% aus erneuerbaren Energien zu decken. Die FDP hat damals dieser Zielsetzung gleich dreimal zugestimmt. Erstens durch die Zustimmung zum Abschlussbericht des Hessischen Energiegipfels vom 10. November 2011. Dann erneut durch die Zustimmung zum Hessischen Energiegesetz von 2012. Und ein drittes Mal, 2013, durch die Entscheidung, dass Vorrangflächen für die Windenergienutzung in einer Größenordnung von 2% der Landesfläche regionalplanerisch zur Verfügung gestellt werden. 2011 war das der Kollege Florian Rentsch, der damals genau wie ich Fraktionsvorsitzender war. 2012 war es der Abgeordnete Florian Rentsch, der hier im Landtag für dieses Energiegesetz die Hand gehoben hat. 2013 war es der Minister Florian Rentsch, der diese Ziele unterschrieben hat. Deswegen verstehen Sie, dass ich ein bisschen verwundert bin, dass wieder Florian Rentsch einen solchen Gesetzentwurf unterschreibt, der hier in den Landtag eingebracht wird, weil er all diese Ziele konterkarieren würde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will das ausdrücklich sagen, gerade vor dem Hintergrund der in Paris vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Weltklimakonferenz ist die Hessische Landesregierung mehr denn je den Ergebnissen des Energiegipfels verpflichtet und wird ihren Beitrag dazu leisten, die Zielsetzung auch der Weltklimakonferenz zu unterstützen. Dazu gehört die Energiewende auch im Strombereich, und dazu gehört eben auch, dass man Energie einspart, dass man energieeffizient nutzt, aber eben auch erneuerbare Energien ausbaut. Und dazu gehört in Hessen auch die Windenergienutzung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will zur Weltklimakonferenz noch sagen, dass die Kollegin Nicola Beer als FDP-Generalsekretärin am 30.11., das ist noch keine zwei Wochen her, ziemlich genau, Folgendes erklärte. Länder, die sich beim Klimaschutz weiterhin heraus- oder zurückhalten wollen, handeln verantwortungslos unfair. Ich sage ausdrücklich, das gilt auch für Parteien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe in meiner Rede zur ersten Lesung dieses unvollständig aus Bayern abgeschriebenen Gesetzentwurfs schon einiges zu den fachlichen Mängeln gesagt. Das muss ich nicht alles wiederholen. Auf zwei Aspekte möchte ich kurz verweisen.
Der Gesetzentwurf der FDP ist handwerklich schlechter als der bayerische. Denn darin wurde z. B. das Verhältnis des Gesetzes zur kommunalen Flächennutzungsplanung geregelt in Bayern. Das haben Sie hier nicht getan. Sie haben diesen Teil einfach weggelassen. Das wurde in der Anhörung übrigens von verschiedenen Sachverständigen ausdrücklich bemängelt. Völlig ignoriert haben Sie, dass man in Hessen auch das Verhältnis zur Regionalplanung regeln muss, weil derzeit die Teilpläne Energie der Regionalpläne aufgestellt werden. In Nord- und Mittelhessen ist zwischenzeitlich bereits die zweite Offenlage durchgeführt worden. Bayern hat diesen Weg nicht beschritten. Dort musste man deswegen folgerichtig das Verhältnis zur Regionalplanung auch nicht regeln. Das ist aber für Hessen notwendig. Das liegt auf der Hand. Das haben Sie nicht getan, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen von der FDP. Sie haben es auch nicht getan, obwohl die Sachverständigen es ausdrücklich erwähnt haben. Das zeigt aus meiner Sicht, dass Sie kein wirkliches Interesse an einer Regelung haben, sondern dass es Ihnen nur um die Debatte geht. Ich glaube, das erkennen die Menschen auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. In Bayern hat der Gesetzentwurf, der dort beschlossen worden ist, auch Wirkung gehabt. Es gab seit der Beschlussfassung nur noch Neuanträge für weniger als 10 Windenergieanlagen. Der Windkraftausbau in Bayern ist im Ergebnis nahezu zum Erliegen gekommen. Das ist genau Ihr Ziel. Das ist genau Ihr Ziel. Ich sage ausdrücklich, dieses Ziel teilt die Landesregierung nicht. Ich will an dieser Stelle auch noch einmal sagen, dass angesichts der Tatsache, dass wir über 400 Anträge im Genehmigungsverfahren haben, es ein massiver Eingriff übrigens auch ins Eigentumsrecht wäre, was Sie vorschlagen, dass das ein Eingriff wäre auch in die Rechte von denjenigen, die auf das vertraut haben, was auch die FDP dreimal beschlossen hat. Ich will ausdrücklich sagen an dieser Stelle, dass es mich schon ein bisschen wundert, dass Sie einen Gesetzentwurf, der so gestaltet ist, hier einbringen. Ich will noch einen Punkt ausdrücken, Stichwort Notwendigkeit einer solchen Regelung. Wir haben in Hessen Regelungen, die einen angemessenen Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung sicherstellen. Wir haben bauplanungsrechtliche, wir haben emissionsschutzrechtliche Regelungen, und wir haben die Festlegung im Landesentwicklungsplan, dass in den Regionalplänen ein Abstand von Windenergieanlagen zu den festgelegten bestehenden und geplanten Siedlungsgebieten von 1.000 Metern einzuhalten ist. Diese Vorgaben der Regionalplanung gehen weit über die sich aus anderen Rechtsvorschriften ergebenden Mindestabstandsregelungen hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ausdrücklich sagen, wenn man sich die jetzigen Regelungen nach Bundesemissionsschutzgesetz betrachtet und die darauf gestützten Verordnungen und Regelwerke, dann ist klar, dass von Windenergieanlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden, dass wir aber in der jetzigen Situation nur nach Bundesemissionsschutzgesetz die 1.000 Meter nicht zu beachten hätten. Deswegen frage ich mich ehrlich gesagt auch, warum Sie so heftig und kräftig dafür werben, dass man Einwendungen gemacht hat in den Verfahren vor Ort, weil das eigentlich es verzögert, dass wir den Landesentwicklungsplan rechtssicher in Kraft setzen können. Ich wundere mich auch an dieser Stelle, worum es Ihnen da eigentlich geht. Ich will an dieser Stelle auch beantworten die Frage, die der Kollege Gremmels gestellt hat, damit da keine Legenden entstehen. Also, im Flächennutzungsplan des Odenwaldkreises wurde davon ausgegangen, dass es sich beim 1.000-Meter-Abstand um ein sogenanntes hartes Tabukriterium handelt, bei dem keine Abwägung mehr möglich ist. Ich will ausdrücklich sagen, dass das im Flächennutzungsplan, bevor die Teilregionalpläne Energie in Kraft stehen, eben nicht so ist, sondern dass eine Abwägung hätte stattfinden müssen des Odenwaldkreises bzw. der Kommunen des Odenwaldkreises. Genau diese Abwägung hat es dort nicht gegeben. Das ist ausdrücklich mehrfach vom RP dort angemahnt worden bzw. in Gesprächen gesagt worden. Man ist dem nicht gefolgt. Dementsprechend ist klar,
Der 1.000 m Siedlungsabstand des LEP gilt unmittelbar nur für den Träger der Regionalplanung bei der Aufstellung des Teilplans erneuerbare Energien. Solange dieser nicht in Kraft ist, muss beispielsweise bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen, wie im Fall des Odenwaldes, eine Entscheidung für einen Siedlungsabstand von 1.000 m abgewogen, sprich ausreichend begründet werden. Das ist in diesem Fall nicht geschehen. Deswegen musste dieser Flächennutzungsplan zurückgewiesen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gab noch ein paar andere Gründe, aber dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Punkt, Stichwort Umwelt. Die FDP hat ja neuerdings beim Thema Windkraft ihr Herz für den Wald entdeckt. Ich will aber ausdrücklich mal darauf verweisen, dass in der Anhörung gesagt wurde, wenn ein solches Gesetz käme, würde natürlich der Druck auf den Wald noch einmal enorm steigen. Dementsprechend muss man sich auch an dieser Stelle die Frage stellen, ob man eigentlich wirklich ein Interesse daran hat, an dem, was man so den ganzen Tag sagt, oder ob man eigentlich ein ganz anderes Interesse hat, nämlich einfach nur zu opponieren gegen die eigene Politik der Vergangenheit. Deswegen Fazit: Sie opponieren mit dem Gesetz gegen Ihre eigene Regierungspolitik, widersprechen damit immer noch gleichzeitig Ihren aktuellen Forderungen auf Bundesebene. Sie tun das in handwerklich unzulänglicher Weise, indem Sie vermutlich, ohne das selbst zu realisieren, den Eigentumsschutz nach Artikel 14 des Grundgesetzes missachten. Und ausdrücklich, Sie zeigen sich im Hinblick auf die Beschlüsse der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in höchstem Maße verantwortungslos. Ich bitte die Abgeordneten deshalb, diesen Gesetzentwurf abzulehnen. Vielen Dank. Das Wort hat in der nächsten Runde Herr Kollege Rock für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Schade, dass man sich so wenig mit dem eigentlichen Anliegen des Gesetzes auseinandergesetzt hat, sondern sich vielmehr mit meiner Fraktion und irgendwelchen zu vermutenden Absichten oder was Sie hier alles vorgetragen haben. Aber es entlarvt Sie ein Stück weit. Aber ich habe ja auch damit gerechnet, ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt. Sie haben ja immer behauptet, wir als FDP-Fraktion wären die windkraftkritischste Fraktion hier in diesem Landtag. Da stehen wir in einer guten Tradition. Das haben Sie uns in Dutzenden von Reden vorgeworfen und vorgehalten, dass wir immer die windkraftkritischsten waren. Ich denke, die Union kann das aus Koalitionsrunden sicherlich bestätigen, dass wir den Herrn Stephan immer und immer wieder ausgebremst haben. Und es ist auch so, dass im Landesentwicklungsplan... Was soll denn das, Herr Stephan? Stimmt es etwa nicht? Also, Herr Abgeordneter Stephan, ich darf Sie bitten, solche Zeichen, wie Sie sie eben gezeigt haben, zu unterlassen. Ansonsten müsste ich gegen so unparlamentarisches Vorgehen Maßnahmen ergreifen. Ich bin deshalb auch nicht sauer auf ihn. Er ist halt so. Ich möchte trotzdem sagen, dass wir als FDP-Fraktion und der Florian Rentsch ist ja hier mehrfach genannt worden. Darum möchte ich das, obwohl es nicht so meine Art ist, doch versuchen, mal klarzustellen. Wir haben hier einen Artikel, da war der Herr Rentsch noch Minister, da hat er in der FAZ ein paar Äußerungen getätigt, und da hat er am 23.06.2013 sich die Überschrift eingefangen in der FAZ, Rentsch geht eigenen Weg bei der Energiewende. Die Bildunterschrift war, mit seinen Forderungen nach einer Pause beim Ausbau der erneuerbaren Energien liegt Hessens Wirtschaftsminister quer zur Regierungslinie. Dann hat er unter anderem, das ist ein relativ langer Artikel, ich habe Ihnen ja auch zugehört, Rentsch beließ es aber nicht dabei, er verkündet auf dieser Veranstaltung auch noch, was er schon der Bundeskanzlerin geschrieben hatte, dass er für ein Moratorium beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist. 2003, da war er Minister dieser Regierung. Volker Bouffier hat ihn nicht zurückgepfiffen. Warum nicht? Weil Volker Bouffier bei vielen Bürgerinitiativen im ganzen Land den Eindruck erweckt hat, dass er die Windkraft kritisch sieht. Darum hat er auch Herr Rentsch nicht zurückgepfiffen. Das wissen Sie ganz genau in diesem Haus. Es ist doch Tatsache, dass viele Abgeordnete, ein Staatssekretär, der hier sitzt, ein Minister, der hier sitzt, vor der Wahl noch ganz anders geredet hat, wie er jetzt mit den GRÜNEN zusammen in der Regierung sitzt. Das wissen Sie doch alle. Nicht wir haben unsere Haltung geändert. Wir haben sie vielleicht geschärft. Wir haben sie zugespitzt. So ist es.
Und da können Sie jetzt lachen, aber das Lachen bei der Union tut mir schon ein bisschen weh, weil Sie sitzen ja auch in der Regionalversammlung, Sie sitzen in Stadtverordnetenversammlungen. Ich mache doch diese Politik nicht erst seit 2 Jahren. Ich kenne Sie doch schon viele Jahre. Ich kenne doch Ihre wahre Meinung. Und ich weiß ja auch, dass Sie die vor Ort auch anders vortragen zu diesem Thema. Ich bin ja auch schon viele Jahre in der Regionalversammlung. Herr Kaufmann doch auch. Der kann doch auch manches nicht glauben, was er da manchmal von der Union hört. Und wenn ich dann höre, die CDU hätte doch Herr Posch hätte einen Regionalplan verhindert. Es war die Regionalversammlung Südhessen, wo jeder CDU-Bürgermeister gesagt hat, er will die Windkraft nicht. Es war Ihre Fraktion da, die gegen jede Vorrangfläche genauso gestimmt hat wie wir damals, dass am Ende 0,02% noch rausgekommen ist. Also, das ist doch alles scheinheilig von Ihnen. Und ich habe mich da auch nicht für irgendwas zu entschuldigen. Wir haben hier eine gerade Linie gezogen, die haben wir zugespitzt, die haben wir verschärft. Und Sie werden ja auch noch sehen, Sie werden ja auch noch sehen, was Sie von Ihrem Auftreten haben. Ich möchte Ihnen aber noch etwas mitgeben, und das fällt mir immer mehr auf. Es gibt viele Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die treibt dieses Thema um. Und das sind nicht ein paar, das sind Hunderte, Tausende, die es umtreibt. Das sehen Sie in Bürgerentscheiden. Und wenn Sie hier mit solcher Arroganz und Überheblichkeit mit diesen Ängsten der Bürger umgehen, wie es hier einige Fraktionen gemacht haben, dann schaden Sie der Demokratie und dem Ansehen der Politik an sich. Und das würde ich mir mal gut überlegen an Ihrer Stelle. Und liebe Freunde von den Grünen, Sie haben erst letzten Freitag ein FFH-Gebiet geopfert für Windkraftanlagen in Südhessen. Ohne Not, ohne Zwang, ohne alles haben Sie sich Investoreninteressen hingegeben. Der Investor hat gesagt, ich muss noch schnell roden, sonst kann ich hier kein Geld verdienen. Da haben Sie gesagt, oh, früher haben wir so Sachen mal in Ruhe beraten, das müssen wir jetzt durchboxen. Das sind Sie als Grüne, das ist das zweite FFH-Gebiet, was Sie in Südhessen geopfert haben, der Windkraft. Sie werfen alles über Bord, was Ihnen mal heilig war. Das tut mir echt leid, dass ich mir von Ihnen so etwas anhören muss, weil die Einzigen, die überhaupt nichts mehr für Naturschutz übrig haben in diesem Land, wenn es um Windräder geht, das sind Sie. Da ist Ihnen jeder Vogel egal, für den, der Ihnen heilig war. Da ist jede Vorrangfläche Ihnen. Ja? Dieses Lachen, Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Den Grünen. Und dieses Lachen wird Ihnen noch auf die Füße fallen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Das Wort hat Herr Abg. Gremmels für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Also, Herr Rentsch, das finde ich ja schon ein ganz großes Kino. Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, die Schärfung der FDP. Das war freudscher Versprecher. Ja. Rentsch muss ja schweigen, weil er alles unterschrieben hat. Und es dann vollkommen unglaubwürdig wäre, wenn Sie hier vorne reden müssen. Deswegen müssen Sie es übernehmen, Herr Rock. Und wenn Sie sich dann hier hinstellen und eine Schärfung der Position der FDP begründen, was nichts anderes ist als eine 180-Grad-Wendung, dann ist das ein wirklich ganz großes Kino und lohnt heute um die Uhrzeit noch darüber zu diskutieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann wollen Sie uns was von Demokratie erzählen, dass wir die Demokratie aufs Spiel setzen, weil wir Bürgerinitiativen nicht ernst nehmen. Das ist schlichtweg falsch. Ich und ich weiß es von den Kollegen in meiner Fraktion, und auch von den Grünen und auch von der CDU. Wir stehen zu den Diskussionen, wir gehen zu den Bürgerinitiativen, wir reden mit ihnen, wir diskutieren mit ihnen, wir stellen uns den Argumenten. Aber was wir nicht machen, Herr Rentsch und Herr Rock, ist es, dass wir ihnen nach dem Mund reden, sondern dass wir zu unserer Überzeugung stehen und für unsere Politik werben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer wirklich der Demokratie schadet, das ist die FDP. Die erst zustimmt dem Energiegipfel, die erst zustimmt dem Energiegesetz, die erst zustimmt dem Landesentwicklungsplan und 2 Monate vor der Wahl, weil Ihnen die Fälle davon schwimmen, Ihre Meinung ändern, dann ist das demokratieschädigend, meine sehr verehrten Damen und Herren von der FDP, und nichts anderes. Und nichts anderes. Und so eine Rede, die Sie hier eben abgezogen haben, Herr Rock, das tut mir wirklich leid, das ist eine Unverschämtheit. Das muss man an dieser Stelle auch ziemlich deutlich sagen. Und das ist gegenüber den Kollegen, die sich hier redlich mühen, die sich auch der Diskussion stellen und argumentieren, die werben und die wirklich nicht immer es leicht haben vor Ort. Finde ich es unredlich, wenn Sie das so hier tun. Aber eigentlich hatte ich mich gemeldet, um zu den Kollegen Herrn Stephan etwas zu sagen. Herr Stephan, Sie können gerne SPD-Beschlüsse zitieren, dann bitte aber auch richtig. Wir haben gesagt, dass wir gerne 5,75 Meter pro Sekunde Flächen ausweisen können. Die würden wir aber gerne nicht auf das 2-%-Ziel anrechnen, weil sich die Welt einfach weitergedreht hat. Das EEG von heute ist nicht mehr das EEG zur Zeit des Landesentwicklungsplans. Und deswegen, ja, natürlich, ich sage ja auch, lieber Herr Rentsch, das ist der Unterschied. Natürlich, weil wir es geändert haben in Berlin. Ja, klar. Natürlich ist es so. Das müssen Sie. Wollen wir jetzt hier richtig ordentlich diskutieren, auf Fachniveau, oder wollen wir hier Polemik machen? Genau.
Also, Herr Stephan, ich war ja bei Ihnen. Mit der FDP beschäftige ich mich heute nicht mehr. Dass wir das nicht möchten, dass wir das auf diese 2%-Ziel ausrichten. Stattdessen möchten wir, dass wir, und das ist möglich in Hessen, auch das zeigt das IWEST-Gutachten, dass wir Flächen ausweisen, wo hohe Windgeschwindigkeiten sind. Zum Beispiel der Hohe Vogelsberg, der Hohe Westerwald. Und da kommt man mit 6 m/s, kann man wirtschaftlich Windkraft ordentlich betreiben. Also, wenn Sie künftig hier SPD-Positionen zitieren, Herr Kollege Stephan, dann bitte richtig und bitte vollständig, und dann ist das auch richtig so. Und weil Sie immer sozusagen mich und meinen Wahlkreis einfach ansprechen, auch da bitte zur Vollständigkeit. Dort gibt es eine Fläche, die im Besitz des Landes Hessen ist, die Domänenfläche Windhausen. Und da ist es in der Tat so, dass dort die Windgeschwindigkeiten laut TÜV-Südgutachten nicht ausreichen. Sie sind nachberechnet worden. Und es gibt die rechtliche Möglichkeit, für den Investor dort zu bauen. Aber bis zum heutigen Tage hat die Hessische Landgesellschaft bzw. deren Vertragspartner dort keine Flächen entwickelt, weil sie selber festgestellt haben, mittlerweile, dass es nicht ausreicht, Windkraft dort wirtschaftlich zu betreiben. Und wir tun für die Windkraft. Wir würden ihr sozusagen, es wäre ein Pyrrhus-Sieg, wenn wir jetzt an dieser Stelle Flächen für schlechte Windkraftstandorte ausweisen würden. Dann würden wir den Bürgerinitiativen gegen Windkraft Wasser auf deren Mühlen geben. Und deswegen ist es richtig und anständig so, dass wir nur dort Flächen ausweisen, wo es auch eine ordentliche Windgeschwindigkeit gibt. Und das ist die vollständige, differenzierte SPD-Position. Es tut mir leid, wenn ich sie Ihnen noch um 20.36 Uhr zumuten musste. Aber diese Sache galt es richtig zu stellen. In diesem Sinne, Glück auf und frohe Weihnachten. Vielen Dank, Herr Gremmels. Das Wort hat Herr Abg. Stephan für die CDU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ganz kurz und in aller Kürze. Es gibt das Papier, eine Presseerklärung von Herrn Gremmels. Es gibt auch einen entsprechenden Brief von Herrn Schäfer-Gümbel an Herrn Ministerpräsident Bouffier. Überschrieben Anpassung des Landesentwicklungsplans LEP an das aktuelle Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die im LEP vorgeschriebene Mindestwindgeschwindigkeit von 5,75 m/s ist nicht kompatibel mit dem EEG 2014. Windenergieanlagen lassen sich wirtschaftlich nur noch ab einer Mindestwindgeschwindigkeit von 6 bis 6,5 m/s wirtschaftlich betreiben. So hat es die SPD in dieser Erklärung festgeschrieben. Es gibt eine weitere Presseerklärung, die habe ich jetzt hier nicht schriftlich verfügbar, ein Energiegespräch mit Frau Prof. Kempfert. Dort ist ausgeführt, dass man daran denken müsse, die Hälfte der Windvorrangflächen mit 6 m Geschwindigkeit auszuweisen und nicht alles. Aber dann frage ich Sie, Herr Gremmels, wenn sich Anlagen nur ab 6 m/s betreiben lassen, warum wollen Sie nur die Hälfte der Fläche ausweisen? Offenbar wissen Sie gar nicht genau, was Sie wollen an dieser Stelle. Und deswegen wäre es besser, Sie lassen es bleiben, so wie es heute ist. Und wir machen die Regionalpläne fertig. Und wenn wir die Regionalpläne fertig haben, haben wir erst einmal eine Sicherheit im Bau für die Investoren. Und die Regionalpläne gelten ja auch nicht 100 Jahre, sondern normalerweise 6 oder 7. Und wenn wir in 6 oder 7 Jahren sehen, wir machen etwas anderes, und dann machen wir etwas anderes. Herr Gremmels, das, was Sie hier gefordert haben, ist kontrapunktiv zur Energiewende in Hessen. Und deswegen werden wir dies nicht unterstützen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Stephan. Mir liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr vor. Wir bedanken uns für die Kommentare von der Regierungsbank. Ansonsten kommen wir zur Abstimmung über den vorliegenden Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung, Drucksache 19/2070. Ich darf um das Handzeichen bitten, wer dem Antrag zustimmt. Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Gegenstimmen? Das sind die restlichen Fraktionen. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung abgelehnt. Meine Damen und Herren, damit ist auch dieser Tagesordnungspunkt erledigt. Ich darf darauf hinweisen, dass noch der Innenausschuss und der Haushaltsausschuss im Anschluss an diese Sitzung tagen. Alle anderen eingeladenen, vorsorglich eingeladenen Ausschusssitzungen fallen aus. Wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr wieder zur 61. Plenarsitzung. Ich wünsche einen schönen Abend.